Hallöchen und herzlich willkommen bei CC Erklärt. Dieses ist die siebte Lektion im ersten Band meines Musiktheorie-Lehrgangs und es geht diesmal um den Violinschlüssel oder viel besser um den G-Schlüssel. Ja, warum ist G-Schlüssel besser? Das liegt daran, dass der Violinschlüssel oder besser G-Schlüssel eben das G im Notensystem festlegt. Der Violinschlüssel legt also diese Linie hier als G-Linie fest. Alle Töne, die sich darauf befinden, sind ein G. Also, wir haben hier unten unsere Stammtonreihe, C, D, E, F, G, A, H. Das kennt ihr noch aus der ersten Lektion. Und dieser Ton, das G, wird damit festgelegt. Der Violinschlüssel, der umschnörkelt sozusagen auch diese G-Linie, der sieht nämlich so aus. Ja, und ihr seht, der umkreist diese G-Linie und kreuzt die hier ein paar Mal. Und damit ist dies die wichtigste Linie für den G-Schlüssel. Ihr erinnert euch ja noch, der Bassschlüssel oder besser gesagt F-Schlüssel legt das F fest, Violinschlüssel eben das G. Ja, und wenn diese eine Notenlinie festgelegt ist, dann ergeben sich alle anderen Töne automatisch, denn die Stammtonreihe, die bleibt immer unverändert. Wenn ich jetzt also ausgehend von meinem G einen Ton tiefer gehe, also in den nächsten Zwischenraum, dann heißt dieser Ton F. Wir sehen es hier in der Stammtonreihe, geben als nächstes unten das F. Oder wenn ich einen Ton höher gehe, also wenn ich von dieser Linie, von der zweiten Linie von unten einen höher gehe, also in den zweiten Zwischenraum von unten, dann heißt dieser Ton A. Ja, alle anderen Töne ergeben sich entsprechend auch. Ich muss nur die Stammtonreihe auswendig können, dann kann ich die abzählen. Hier käme das E, hier käme das D. Und auf der ersten Hilfslinie nach unten, ich verlasse hier sozusagen das Notensystem, wie wir Hilfslinien schreiben, haben wir auch schon gelernt, dann ist das hier das C. Naja, wer in den letzten Lektionen gut aufgepasst hat, der kann sich jetzt auch alle weiteren Töne denken. Also wenn ich jetzt unterhalb der ersten Hilfslinie den Ton nehme, da wisst ihr auch, wie der heißt, denn wir wissen ja, die Stammtonreihe fängt immer wieder von vorne an. Das heißt, vor dem C müssten wir jetzt eigentlich wieder hier oben gucken, kommt wieder das H. Und genauso wäre es hier oben. Das schreibe ich nochmal hin, das H. Hier oben wäre es genauso. Hier hatte ich eben das A als letzten aufgeschrieben. Wenn ich hier das H habe, käme als nächster Ton hier oben in dem Zwischenraum, naja, logisch, die Stammtonreihe fängt wieder von vorne an, das C. Also heißt dieser Ton C. Also ein ganz einfaches Prinzip. Ich muss wissen, welche Notenlinie fixiert ist. Hier im Violinschlüssel oder besser G-Schlüssel das G. Und ich muss meine Stammtonreihe auswendig können. Das ist alles. Übrigens, wenn man das ein bisschen übt, dann geht einem das auch leicht vor der Hand und dann muss man da gar nicht mehr gucken, denn dann sieht man sofort, welcher Ton wie heißt. Und das Üben, naja gut, das ist dann unsere Sache. Gut. Wir sollten noch kurz anschauen, wie man den G-Schlüssel schreibt. Da gebe ich euch eine kleine Hilfe. Der ist nämlich nicht ganz so einfach. Ich stelle mal gerade wieder meinen Stift ein. So. Also, ihr wisst noch, die zweite Linie von unten ist die G-Linie. Dort setzt man mit dem Stift an. Und dann, wenn wir hier einen kleinen Kreis um die Linie ansetzen, aber nicht ganz fortführen. Und wenn wir diesen Kreis nochmal ansetzen und ihn etwas weiter fortführen und um den Ausgangspunkt hoch. Und wenn wir das nochmal ansetzen und ihn über den hochführen und nach der obersten Linie wieder runterführen. Und das machen wir nochmal. Wir setzen an der G-Linie an. Ziehen ihn rum, wir gehen hoch, bei der obersten Linie kehren wir wieder um mit einer Schleife. Und wenn wir hier unten sind, machen wir noch eine kurze Rundung dran und dann haben wir einen wunderhübschen Violinschlüssel.
Wenn man das so ein bisschen nachfährt, dann kriegt man das so langsam in die Hand. Naja, und dann solltet ihr das einfach so ein paar Mal üben. Und dann kriegt ihr das ganz schnell hin. Das geht einem dann sozusagen in die Hand. Gut. Hierzu habe ich auch ein paar Übungen auf meiner Homepage. Guckt euch da die Arbeitsblätter an oder auch die interaktiven Übungen. Und dann seid ihr ruckzuck fit im Violinschlüssel. Ja, das als kleine Einführung. In der nächsten Lektion werden wir das weiter vertiefen. Macht's gut. Ciao, ciao.